Hallo, wieder mal in der Dunkelheit. Wir sind mittlerweile schon in der nächsten Mission in Geoforge, in einem riesigen Turmkomplex, irgendwas. Und müssen uns jetzt hier beweisen bei einem noch mächtigeren Vampir, quasi, der halt extrem paranoid ist. Aber das nutzen wir halt auch in dem Zweck, da hinten steht er. In dieser Weise aus. Hoppala. Dass wir uns ein wenig aufgebaut haben. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel Waffen sehen. Das heißt, ich sehe, wer bewaffnet ist, wer nicht. Wer Zivilist ist und so weiter. Und ich sehe auch Untote. Also ich kann jetzt auch Ghule erkennen. Dazu haben wir noch den Schattengriff gelernt, den Schattenschlag und die Beherrschung. Schattengriff kennen wir schon. Der ist jetzt nur lautlos, glaube ich. Kann mich gerade nicht mehr spontan erinnern. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Kurze Pause. An Dog. Schattenschlag ist so ein Teleportationsangriff, wo wir halt beim Gegner landen, werde ich sicher ab und mal einsetzen. Und die Beherrschung ist einfach, dass eine Person 4 Sekunden lang gerade nicht reagiert. Also so vorbeischleichen zum Beispiel. Also mal gucken, was, wie wir was nutzen können. Eben natürlich, das ist aufgepowert. Der Sprung ist besser, also ich kann jetzt auch lautlos dort rüber, theoretisch, sofern es sich irgendwie auszahlt oder es irgendwie möglich ist. So, jetzt dürfte er mich eigentlich nicht hören. Funktioniert. Höchst. Geht der Typ da hinten noch mal einen Schritt runter? Schattensprung ist gleich wieder abgekühlt, den können wir wieder einsetzen. Beherrschung brauchen wir nicht. Hoppala. Wir nehmen wieder Schattengriff. Distanzmeucheln vor der Wind. Los, dreh dich um. Schlürf, schlürf, schlürf. So, und ich kann die Steuerung schon mittlerweile etwas besser. Da hinten ist niemand. All the possibilities. Nein, du nicht. Ich glaube, der kommt bis daher, oder? Gleich dahinter jemand. Also jetzt wird's witzig. Der wird gesehen von dem hinter der Wand. Oder ich mache das Ganze mal komplett anders. Gehen wir da hinten entlang vorbei. Das könnte Spaß machen. Wen hat der jetzt schon wieder angetriggert? Na los, dreh dich um, Kollege. Da
Da ist etwas Wasser, da kann ich nicht vorbei. Gefinkelt. Den hinten Schattengriff. You know you had to die in some terrible ways. Das gehen wir einfach. Ach Gott. Classic. Du kommst jetzt runter. Jetzt kommst du wieder hoch. Oder nicht? Ja, jetzt geht's los. Keine Chance! Das kann wohl sein. Muss aber nicht. Obwohl ich zugeben muss, dass der mich etwas nervös macht. Er ist verschwunden. Los, findet ihn! Zeig okay. Dich! Macht mich nicht mehr nervös. Jetzt werden sie wieder zweite Leiche finden. Ja. Okay, so funktioniert das nicht. Nicht lange warten, nicht groß überlegen, wieder probieren. Rose, ich bin drin. Sehr gut. Versuch möglichst keine Aufmerksamkeit zu erregen, bis du die Sicherheitszentrale aufgeschaltet hast. Das können wir schon, oder? Vergiss nicht den Transmitter, den ich dir dafür gegeben habe. Kontaktiere mich, sobald du dort bist. In Ordnung. Bis später. Das ist ein Zivilist. Vermeide es, von Zivilisten gesehen zu werden. Diese können dich an Wachen verraten. Auch als Vampir hast du noch eine menschliche Seite. Deshalb kannst du diese unbewaffneten Unschuldigen nichts tun. Aber ich kann sie vielleicht ablenken. Maybe. Zuallererst den da hinten. Weil der funktioniert ganz gut. Außerdem brauche ich den gut. Schlürf, schlürf, schlürf. Schlürf, trink, in die Hocke, wegziehen, alles gut. Noch weiter verstecken. Noch besser. Das dauert, bis sie den finden.
Der wird auf jeden Fall erkannt werden von dem dahinter. Ich könnte die drei mit Schottengriff sehr, sehr schnell erledigen. In der Hoffnung, dass die anderen es nicht bemerken. So, du drehst dich jetzt auch um. Ist in Erfüllung seiner Pflicht eingeschlafen. Oder wie heißt es? Bei Erfüllung seiner Pflicht eingeschlafen. Das funktioniert gut. Dann könnte ich den da hinten kurz beherrschen, habe ich 4 Sekunden Zeit, um jemanden zu töten. Sekunden sind zu wenig, um jemanden zu töten, das ist nur um vorbeizuschleichen. Ihr könnt die maximal 4 Sekunden weiter da oben blockieren, dass er umgedreht bleibt. Aber wir haben ja keinen Stress. Wir haben gar keinen Stress. Hallo, ich setze ihr Beherrschung eingesetzt. Mann, das ist nervig. Das muss jetzt echt nicht sein. Mann. Hierher! Er muss da hinten sein. Hier ist er! Was ist los? Gebt mir Deckung! Muss nachladen! Also wenn jetzt noch davon kommen, gell? Ich hol ihn da raus! Bin gefunden! So schnell auf Weiterklicken Rose, gedruckt, dass ich bin drin. Dass man mitkriegt, ob ich stirb. Vergiss nicht, ja, den schon. In Ordnung. Bis später. Das hat so gut funktioniert. Warum hat er ihn bei Beherrschung auf einmal nicht getriggert? Ich hab sogar X festgehalten. Ah, das hat jetzt echt nicht sein müssen. Jo, du mich auch. Schön herum, schön ins Eck hintergehen. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, der eine Teleportschlag ist sogar lautlos. Dann habe ich schon weiter geskillt.
gehst gerade vorbei, dann kann ich dich da mal ganz kurz töten. Wand, an der Wand vorbei. Ins andere Eck. Sieht er das da hinten? Er sieht es nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. So, Nummer 2 weg. Du dackelst da hinten hin und her. Ich glaube, wenn ihr den da herunten tötet, der da in der Mitte, dann werdet ihr den da hinten sehen. Bin ich mir sehr sicher. Und wenn ihr den tötet, wird der ihn sehen. Bin mir sehr sicher. So oder so, ich kann keinen von beiden wegtragen. Der kann theoretisch nur da vorne getötet werden. Die haben so einen blöden Rücken, dass der Grott jetzt wieder zurückkommt. Was war das? Dreh dich um. Ah ja. Wenig mehr zur Seite. Boah, jetzt würde ich richtig gern speichern. Ich könnte auch speichern, aber nee, wenn dann nur Autosave. Okay, das hat jetzt doch irgendwie funktioniert. Und ich weiß, was der Sprungschlag oder die Sprungattacke so drauf hat. Now I could go up there. Ich könnte den da Schattengriff auslösen und den anderen erwürgen. Den anderen aussaugen. Das funktioniert, das funktioniert. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, ich habe ein super Gefühl. In die Hocke? Der sich umdreht, trage die Leiche da weg. Oder ich telekinetisiere, schleife ich ihn weg. So. Nein. Obwohl du mich wahrscheinlich nicht sehen würdest, aber. Naja, okay. Da hinten ist ein Zivilist auf der rechten Seite. Das heißt, links könnte ich noch ein wenig schnitzeln. Schnitzeln?
Du da? Bock drauf? Ja, Orkratz. Orkratz und weggeh. Die richtige Entscheidung. Da oben ist finster. Dunkelfinster. Ach komm, dreh dich nochmal um. Danke dir. H gedrückt halten. Die Stöhnen muss man auch aufpassen, weil es alarmiert die umherstehenden Personen. Wegschleif. Top, 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 top. Die Treppe runter. Ich muss echt so zugeben, es ist anstrengend. Also man muss so wirklich überlegen. Man ist die ganze Zeit so angespannt. Huh. Boah, jetzt kommt er her. Das Mensch. Jetzt geht er. Das Mensch. Das sind zwei. Ich möchte dich da antriggern. I know I can. Leichter. Warum holen wir ihn jetzt? Und jetzt geht er weg. Jetzt geht er einfach so weg. Da ist da drüben der Zivilist. Der andere dackelt wieder runter. Ich sehe schon kommen. Einen davon erwische ich. Aber das wohl erst im nächsten Part. Also dann, es bleibt spannend.